Wolfgang Zanger von der FPÖ ist jetzt am Wort. Kollege Hoyerslautmannsdorf, Sie, mein Familienbild stelle ich gleich klipp und klar fest. Familie ist dort, wo Kinder gezeugt werden. Punktum aus, fertig. Großartiges Projekt, großartige Maßnahme, der Familienbonus. 950.000 Familien werden gefördert, 1.600.000 Kinder, 1.500 Euro pro Kind und pro Jahr, das noch dazu aufgeteilt werden kann. Dieser Bonus greift voll ab einem Einkommen von 1.700 Euro brutto im Monat. Und das dann jetzt, bitte, geschätzte Zuseher, auch vor den Fernsehschirmen und überall. Das sind also jene, die 1.700 brutto verdienen. Das sind denen, wo die SPÖ sagt, Reiche, Besserverdiener und so weiter und so fort, die viel zu gut verdienen, um sich diesen Bonus auszahlen zu lassen. Frau Kollegin Kunzel, ich werde Ihnen jetzt einmal vorrechnen, wie so ein Besserverdiener dann also im Sinne der SPÖ ausschaut. Wenn man nämlich 1.700 Euro brutto verdient, dann bleiben netto einmal 1.310 Euro über. Damit muss man jetzt das Leben finanzieren. Eine Wohnung kostet einmal, und ich rede jetzt nur von mir am Land, rund 500 Euro. Heizenstrom sollte man auch noch dazu, wenn man sich nicht im Kalten leben lassen will. 200 Euro rechne ich jetzt noch dazu, weil man ein Auto auch braucht am Land. Du bist abhängig davon. Es fahren bei uns nicht U-Bahnen quer von einem Tor ins andere. Und das ergibt dann in Summe noch mal rund an Tausender einfach an Haushaltskosten. Das heißt, zum Leben, zum Essen, Trinken und zum Anziehen bleiben den Leuten 300 Euro oder von mir aus 400 über. Und das sind ihre Besserverdiener. Danke. Und ich hoffe, das haben jetzt alle Leute gehört. Jeder Fösthacker, jeder, der draußen steht am Bau, 1.300 Euro netto am Gehaltszettel hat, das sind die Besserverdiener von der SPÖ. Und diesen Menschen, wenn man 300, 400 Euro im Monat netto überbleiben zum Leben, geben wir mit dem Familienbonus jetzt 125 Euro im Monat zurück. Das ist gleich fast 25% von dem, was Sie jetzt haben. Also das ist eine gute Leistung. Machen Sie das nicht schlecht. Denken Sie einmal nach über das, was Sie gesagt haben. Was haben Sie im Gegenteil jenen Menschen bis jetzt genommen? 1.200 bis 1.500 Euro Steuergeld habt ihr denen aus der Tasche gezogen bis jetzt. 950.000 Familien haben dafür gezahlt, dass ihr Kinderweglegungseinrichtungen bezahlt habt, um das Kind so früh wie möglich von den Eltern wegzugeben und der staatlichen Erziehung angedeihen zu lassen. Ihr habt 950.000 Familien dafür bluten lassen, dass unter dem Deckmantel Flüchtlinge alle reinkommen können und gleich alle Sozialleistungen in Anspruch nehmen können. Ihr habt es gemacht, Aktion gratis Bahnfahren, organisiert für illegale Migranten, vom Oberschlepper kehren. Vom Oberschlepper kehren. Ja, mit der ÖPP, die alle durchs Land kutschiert hat. Wir, diese 950.000 Familien, haben dafür gezahlt, dass der reinkommen kann, wo Deutsch können, wir das zahlen dürfen. Ihr habt 950.000 Familien dafür belastet, für sinnlose Integrationsprojekte. Erinnert euch an die gestrige Rede vom Kollegen Dönmetz, der weiß, wovon er spricht. Ihr habt 950.000 Familien dafür belastet, dass ihr gesagt habt, schmeißt mir doch das Geld beim Fenster aus. Für alle, die sagen, für was soll man arbeiten, wenn wir mit der Mindestsicherung durchkommen. Dafür habt ihr das Geld ausgegeben. Und schlussendlich noch für euch selber, weil auch die Abgeordneten werden aus dem Budget, aus dem Steuergeld bezahlt. Dafür, dass ein roter Abgeordneter hergeht und zu einem Wähler, zu einem einfachen Arbeiter, der da unten steht, sagt, wissen Sie nicht, wer ich bin? Wissen Sie was, der Kollege Schieder soll einmal zu uns in die Steiermark kommen. Das werden wir noch drinnen erzählen. Und dann soll ich noch drinnen einmal hingehen vor seine Hacke und sagen, wissen Sie nicht, wer ich bin? Wissen Sie, was die tun? Die Eichel dann mit dem Sprichwörtel im Osten fetzen wieder nach Wien zurück. Groß geworden habt's. Kernbotschaft, holt dir, was dir zusteht. Wissen Sie, Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, wer in diesem Land weiß, was ihm zusteht?
Wissen nur nicht jeder illegale Migrant, weil der hat sich hier schon geschult vorher. Oder weiß auch jeder, was er kriegt, von wo er ansuchen kann. Und wissen tut es jeder Wohlhabende, weil der sich damit auseinandersetzen. Wer es nicht weiß, das sind jene einfachen Leute, die draußen hackeln und denen wir zurückgeben, was ihnen zusteht, was ihr vorher genommen habt. Danke. Herr Abgeordneter Zanger, ich nehme an, dass Sie wissen, dass Oberschlepper einen Ordnungsruf verdient. Es tut mir leid, ich muss Ihnen jetzt einen Ordnungsruf geben. Für nicht, weil Sie nicht nur Oberschlepper gesagt haben, auch sonst sehr emotional in vielen Fällen über die Stränge geschlagen haben. Ein Ordnungsruf dafür.